Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Na, Schmione, Low Society Season Opening is coming. Deswegen hängt es mir schon ein bisschen aus. Es ist richtig fein, in ein paar Tagen ist es schon soweit. Und ihr habt die Möglichkeit gehabt, die ganze letzte Woche uns Fragen zu schicken zum Thema Low Society Season Opening. Und ja, weil ich nicht lesen kann und beantworten kann, liest der Sporne die Frage vor. Und die wird da unten eingeblendet. Und auf geht's. So, erste Frage ist, um welche Uhrzeit geht das Opening los? Gute Frage, nächste Frage. Na, von 10 bis 18 Uhr geht so Opening, das heißt am Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Und ja, es ist für alle Autos genug Platz da. Wir haben nur asphaltierte Fläche, wir haben keine Wiesenstellplätze mehr. Und von dem her, next question. Wer kann mir vor Ort weiterhelfen? Vor Ort kann euch das Team der Low Society weiterhelfen. Das heißt, am Ende des Tages ist es so, es sind ganz viele Leute von der Crew vor Ort, ihr könnt immer anrennen, ihr könnt die Security anrennen und meine ganzen Leute, das ganze Team der Low Society weiß natürlich immer alle Fragen und alle Antworten für euch. Müssen Kinder auch Eintritt bezahlen? Nein, die Kinder müssen keinen Eintritt bezahlen. Die Kinder bis 10 Jahre haben komplett freien Eintritt und auch alle Menschen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung und mit dem dementsprechenden Pass dazu zahlen auch keinen Eintritt. Gibt es Besucherparkplätze beim Opening? Es gibt Besucherparkplätze direkt am Gelände, das heißt, ihr müsst nicht einmal weit gehen. Von dem her wird das so super lässige Geschichte. Asphaltparkplätze wie auch Wiesenparkplätze und von dem her, let's see. Wo kann ich mich zum Show and Shine Wettbewerb anmelden? Show and Shine Wettbewerb Anmeldungen gibt es direkt vor Ort, aber ihr habt gesagt, einfach bei der Showbühne mitmachen, anstellen, sie dort anmelden, vorbeifahren und dann seid ihr automatisch im Show-and-Shine-Wettbewerb drinnen. Darf ich selbst driften? Nein, ganz klare Ansage. Driften tun die Drifter und sonst niemand. Ist Maskenpflicht? Wir haben vor Ort eine 3G-Regelung, so wie ihr es eigentlich jetzt überall kennt, aus Gastronomie oder wenn ihr irgendwo hinfahrt. Das heißt, getestet, geimpft, genesen, that's it. Wir haben keine Maskenpflicht am Gelände. Kann ich das Auto am Gelände stehen lassen? Ihr könnt das Auto am Gelände natürlich stehen lassen, wenn ihr ein Weekend-Ticket habt. Da müsst ihr beide Zettel einlegen, die ihr bekommt direkt bei der Einfahrt. Und ja, ihr kommt halt in der Nacht nicht zum Auto hin, weil es ist das ganze Gelände abgeriegelt. Gibt es einen Bankomaten vor Ort? Vor Ort wird es keinen Bankomaten geben, weil einfach jeder sein Geld vorher abheben soll. Ganz einfach, nein, wir haben einfach keinen Bankomaten vor Ort, das ist einfach zu aufwendig. Welche Aussteller kommen? Es kommen ganz viele Aussteller, die gewohnten, wie auch neue, Querfeldein, Felgenhersteller, Pulverbeschichter, Folierer, Merch natürlich ganz viel und ja, Querfeldein, also so wie ihr es von den letzten Jahren gewohnt seid. Das heißt, ihr könnt es genug kaufen. Spendet ihr wieder für die Herzkinder? Ja, wir haben dieses Jahr eine ganz spezielle Geschichte für die Herzkinder. Und zwar, es wird vor Ort Lose geben, die könnt ihr kaufen. Die werden ein bisschen teurer sein. Warum? Weil das gesamte Geld, was bei diesem Losverkauf reinkommt, geht komplett hundertprozentig an die Herzkinder Österreich. Wir sind gespannt, was wir zusammenbringen. Wir sind richtig froh, dass wir das wieder machen. Und ja, ich glaube, da seid ihr alle wieder richtig happy, dass das gibt. Und die Preise, muss ich sagen, sind auch echt cool. Also da gibt es keinen Preis unter 250 Euro. Dafür gibt es halt weniger. Kommt der Transformer wieder? Yes! Transformer is coming. Leistungsprüfstand? Ja, es wird wieder einen Leistungsprüfstand geben. Das heißt, ihr könnt wieder direkt vor Ort schauen, wie viel PS eure Autos wirklich haben. Und der kommt extra aus Deutschland. Den organisieren wir ja mittlerweile fast jedes Jahr schon. Und gibt so viele Leute, die sich immer freuen, dass sie da drauf fahren können. Wird auf jeden Fall wieder richtig lässig werden. Gibt es eine Aftershow-Party? Negativ, es gibt keine Aftershow-Party. Warum? Weil einfach jetzt rundherum das Ganze schon so schwierig war, überhaupt eine saubere Genehmigung zu bekommen. Mir und auch dem gesamten Team der Low Society war es viel wichtiger, dass wir die Maskenpflicht wegbekommen. Ich glaube, das ist auch in eurem Interesse und dafür war dann die Entscheidung, wir machen dafür keine Aftershow-Party. Bin Fotograf, darf ich auch in den Action-Bereich? Ja, das ist so ein Thema. Fotografen können sich vor Ort anmelden, aber es dürfen lediglich 4 ausgewählte Leute hinein, die einfach aus der Szene kommen, die Fahrer alle kennen, die wissen, wie man sich da drinnen verhaltet. Es ist einfach zu gefährlich, dass da irgendwer reingeht. Habt ihr neues Merch?
Yes, da freue ich mich schon selber richtig drauf. Wir haben komplett neues Merch. Wir haben neue Caps, wir haben Base Caps, wir haben die Trucker Caps, wir haben Hoodies das erste Mal. Ganz cool. Wir haben neue Shirts. Wir haben auch wieder ganz viele Sticker für euch. Und da könnt ihr wieder Sticker kaufen. Das ist von dem her richtig, richtig cool. Wir haben uns wieder richtig was einfallen lassen. Ich hoffe, euch gefällt die neue Kollektion. Wir finden es alles super geil. Und in dem Sinn, seid schnell, weil so viel davon gibt es nicht. Kann man am Gelände schlafen? Am Gelände kann man nicht schlafen, weil es einfach zu gefährlich ist, weil einfach zu viele Motorsportfahrzeuge im Gelände sind. Und ja, Fakt ist, schlafen am Gelände ist bei uns ein No-Go. Gibt es noch Besucherkarten? Bekomme keine Samstagkarten mehr. Ja, es gibt noch Besucherkarten. Ihr könnt die Besucherkarten natürlich ganz normal direkt vor Ort erwerben. Ganz normal vor Ort hinkommen, kaufen, danke und Spaß haben. Dürfen wir Hunde aufs Gelände? Ja, das ist also ein Thema, das typische Hundethema, die typische Hundefrage alle Jahre wieder. Wir sind keine Freunde davon, wir dürfen es euch leider nicht verbieten, aber bitte lasst eure Hunde doch daheim. Es ist laut, es passiert den ganzen Tag was, es sind viele Leute vor Ort, lasst die Hunde einfach daheim. Ist einfach besser. Gastro-Angebote am Opening? Wow, da haben wir wieder richtig viel. Wir haben geile Burger, wir haben geile Hotdogs, wir haben natürlich auch die klassischen Fastfood-Geschichten vor Ort. Aber essenstechnisch sind wir sehr gut ausgestattet und es gibt sogar im Gelände ein eigenes Gasthaus. Das heißt, für alle, die sagen, okay, passt, ich will ein bisschen Schnitzel oder Käsekreiner, wie auch immer, gibt es alles vor Ort. Burnout am Gelände? Ja, machst du einen Burnout am Gelände, bist du draußen. Ist eine ganz einfache Geschichte. Es sind ganz viele Leute vor Ort, es gibt eigene Shows, für das haben wir das gemacht. Burnouts am Gelände, nee, verboten. Gibt es etwas für die Kinder? Ja, es gibt sogar einige Sachen für die Kinder. Was genau, wird es dann vor Ort sein? Fakt ist das, ich glaube, da werden auch die großen Kinder sehr gerne damit spielen. Wie lang fahre ich von Graz? Von Graz fährt man über einen kleinen Tunnel ca. 40 Minuten bis ins Fahraktivzentrum Vonsdorf. Das heißt eigentlich ein Katzensprung. Wer gerne ein bisschen eine längere Strecke fährt, können Sie über das Gaberl fahren. Hat super geile Bergstraßen mit einem super geilen Ambiente bzw. mit einer Umgebung. Richtig cool und ja, 40 Minuten von Graz. Gibt es eine dB-Messung? Ja, natürlich. Was wäre Season Opening ohne eine dB-Messung? Da wird der Patrick wieder derisch sein am Abend. Und wir haben sogar extra ein neues dB-Messgerät gekauft. Gibt es Taxi? Ja, wird es geben. Coole Geschichte. Auf jeden Fall, werden wir auf jeden Fall machen. Es sind ja die Driftfahrer voll dabei, also yes, Drifttaxi wird es geben. Gibt es in der Umgebung Hotels? Ja, es gibt sogar ganz viele coole Hotels in der Umgebung, natürlich dadurch, dass das allgemeine Tourismusregion ist. Wir können nur empfehlen, Ringrast, ganz ein heißer Tipp. Waschmöglichkeit rund um das Gelände? Ihr habt nicht nur rund ums Gelände Waschmöglichkeiten, ihr habt es direkt am Gelände. Da haben wir zwei SB-Waschboxen, das heißt, da könnt ihr eure Autos, eure Schätze putzen. Habt so einen Platz, wo ihr es abtrocknen könnt, also von dem her passt das definitiv und ist richtig, richtig cool. Zeitplan am Opening? Zeitplan am Opening wird es geben, gibt es vor Ort. Offizielle Einfahrt ist um 10 Uhr, offizieller Schluss um 18 Uhr, zwischen um 11 Uhr ist die offizielle Eröffnung. Ja, und inzwischen die anderen Zeitsachen, wo, wann, wie, was passiert, wird jetzt da einfach den Rahmen sprengen und deswegen haben wir das einfach vor Ort raus, kriegt es dann vor Ort und könnt es dann vor Ort fragen und sehen und ja. Welche Drifter kommen? Boah, welche Drifter kommen? Franz Kuncic, Green Door Garage kommt. Das komplette Steiner Motorsport-Team kommt, das sind 6-7 Drifter. Die Nasty Unicorns aus Tirol kommen, das sind auch 2-3 Drifter. Nico Stefanov natürlich auch vor Ort. Also drifttechnisch ist ordentlich was geboten. Kann man die Driftautos anschauen? Ja, natürlich. Wir haben ein eigenes Fahrerlager, also es wird ein eigenes Fahrerlager gebaut, wo die ganzen Driftautos und die ganzen Motorsportfahrzeuge vorhanden sind. Die könnt ihr euch dort natürlich alle irrsinnig gerne anschauen. Und da könnt ihr immer zubegehen, mit den Fahrern tratschen, Autogramme holen, Merch holen, alles cool. Gibt es wieder die Showbühne? Jein, die Showbühne ist dieses Jahr anders. Wir haben uns für einen anderen Weg entschieden. Wir haben uns für einen Car Catwalk entschieden. Das hat es vorher noch nie gegeben. Und wir haben gesagt, passt, Car Catwalk ist einmal was Neues, ist was Cooles. Wird euch sicher taugen. Vor allem mir geht es darum, dass dieses Jahr also ein bisschen wieder zurück zu den Wurzeln geht. Und dass die Autos auf der gleichen Ebene sind wie die Besucher und die Besucherinnen. Und ja, wir sind alles eine Familie und somit soll keiner höher oben stehen oder niedriger unten sein. Fertig.
Ja, das waren all eure Fragen zum Thema Low Society Season Opening. Falls ihr natürlich noch eine Frage habt, haut es unten in die Kommentare rein. Wir werden es natürlich schauen, dass wir es so schnell wie möglich beantworten. Und in dem Sinn wünschen wir, der Sporni, das ganze Team von der Low Society und natürlich auch ich euch noch ein paar coole Tage. Macht eure Autos fertig, sagt es alle Leute, teilt das Video bitte. Wir freuen uns natürlich auch, dass wieder alle zusammenkommen für über jede Werbung. Und teilt das Ganze einfach, nehmt alle eure Freunde mit, erzählt es alle Familie, Freunde, verlinkt uns auf Instagram. Und ja, wir freuen uns, ein bisschen wenige Tage zum Low Society Season Opening, 31. Juli und 1. August im Fahraktivzentrum Vonsdorf. Und bis dahin, ciao, servus.